Hoi Leute und recht herzlich willkommen bei Monster Hunter 3 Ultimate. Jiha, und ich bin ein Idiot. Besser gesagt, ich wusste es einfach nicht besser. Wer die Kommentare nicht verfolgt, ich rekapituliere einmal. Ich habe gefragt, ob es arg schlimm ist am Ende der letzten Episode, dass ich das nicht geschafft habe und ob das noch jemand nicht geschafft hat, glaube ich. Auf jeden Fall kam von euch dann die Antwort, dass der Schaden gespeichert wird. Das heißt, dass alles, was ich gemacht habe, doch nicht vergebens war. Allerdings bin ich so doof und wusste das natürlich zu dem Zeitpunkt, wo ich es aufgenommen habe, nicht. Und habe danach nicht gespeichert, weil ich gedacht habe, das wäre einfach nur eine Itemverschwendung gewesen, was ja auf der Hand liegt. I'm an idiot. Oh, vielleicht auch nicht. Eigentlich war es ja ganz gut. Naja, egal. Auf jeden Fall können wir jetzt gleich zu der nächsten Reise angehen, ohne groß farmen zu müssen, denn wir haben noch genügend Items. Und ich habe euch ja versprochen, dass ich erstmal noch andere Missionen wieder mache und dann wieder den versuche und so. Und dass wir dann nach und nach machen. Wir haben ja noch zwei andere Missionen, die wir machen wollen. Blöde Fliege. Was zur Hölle will diese Fliege hier? Ich habe doch das Glas Moss weggemacht. Egal. Sup. Ein Aknaktor jagen. Yay. Schon. Okay. Und hier noch ein bisschen was esse. Alles frisch. Warte. Okay. Ich will Polierer. Das hilft immer recht gut. Vor allem mit dem langen Schwert, mit dem man dann doch ein bisschen was verbraucht. Bam. Nice. Wahrscheinlich ist die Feuerwaffe wieder relativ sinnlos gegen ihn. Egal. Ich würde sagen, wir starten einfach mal die Mission. Yay. Übrigens werde ich eventuell bald mal wieder einen Livestream machen. Natürlich nicht von diesem Spiel, aber ich dachte, ich bringe es mal so mal hoch. Na, mal schauen, ob es wieder mal funktioniert. Ich möchte natürlich nichts versprechen, denn ihr wisst, wie schlecht Livestreams in letzter Zeit für mich funktionieren. Was heißt in letzter Zeit? Das letzte Mal. Ihr wisst schon. Los, sagt mir, wo das Monster ist. Da, nice. Ich liebe diesen Helm. Der ist bisher wirklich der beste. Gibt es da noch später einen besseren Helm? Oder der... Ja, Utility ist das jetzt eher. Das ist jetzt nicht Kampfkraft, aber... Ich weiß, es gibt sicherlich Helme, die einem noch enorm im Kampf helfen. Allerdings... Why should I care? Das hilft mir im Moment auch sehr viel. Eine Ration noch. Sie haben sogar noch gebratene Steaks. Wieso rede ich gerade mit euch in der Einzahl? Keine Ahnung. Egal, vergesst es. Schipp. Okay. Alright. Du siehst gut aus. Du siehst sehr cool aus. I get it. Bringt es überhaupt die Minions da zu zerstören? Oder werden die immer nachgespawnt? Ich habe eventuell ein kleines Problem. Fällt mir da gerade auf. Ich glaube, ich kann ihn nur da verletzen, wo sein Dings nicht... Warte. Okay. Kann ich ihn überhaupt verletzen? Sah grad irgendwie nicht so aus. Tatsache. Man kann ihn nur da verletzen. Der Hammer wäre jetzt gut. Der ignoriert sowas, ja. Bam. So dürfen wir schon mal ein bisschen was an Damage machen an ihm. Oh, natürlich verbrennt er uns sofort, wenn er uns angreift. Ich habe mir schon immer einen Gegner gewünscht, der mich durch reines Berühren verbrennen konnte. Au. Nicht nur durch reines Berühren, durch alles, was er tut. Also muss er entsprechend leicht sein im Umgang. Das heißt aber auch, jetzt kann ich ihn nicht angreifen, oder? Ja. Okay. Nein. Wow. Das ist ein sehr langer Stun. Was? Ich wollte nichts essen. Ah, dieses scheiß Stun. Das steckt ja mein Schwert weg. Ich vergesse es immer. Was tust du jetzt? Naja, macht auch nichts. Come on. Bam.
Okay. Dann müsste doch jetzt ein mächtiger Strahl kommen. Okay. Au, wow. Okay. Zwei. Dam, da, dam, da, dam. Eins, zwei, drei, vier. Und das war's mit dem 1, 2, 3, 4 schon wieder. Da. Egal, ich kann ja den Bosskampf von letzter Folge leicht wieder nachholen. Das heißt leicht. Leicht ist er ja im Prinzip ja schon. Er hält nur viel aus. So wollte ich es eigentlich sagen. Ja. Verkriech dich nur. Du willst nichts mehr mit uns zu tun haben. Alright. Ach, jetzt kommt er von der Decke, oder was? Muss ich tatsächlich auf die Decke achten? Oh, das ist cool. Neue Gameplay-Mechaniken for the win. Ja, man sieht kurz. Bam. Ah, das ist scheiß Taumeln. Ich frage mich immer noch, was der Charakter da eigentlich genau tut. Oh, ein Hyperstrahl. Hyperstrahl. Hyper, Hyper. Bam, 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 bam. Yay, einmal schon mal und gleich mein Schwert eingesteckt. Das macht dann nicht mal so viel. Oh, nice. Das hat ihm nicht ganz so gut gefallen. Kann dir ruhig nicht gefallen. Bam. Nein. Ich kann dich wieder nicht angreifen. Los, geh in deine Lava. Ich muss dich erst wieder angreifen. Das macht auch sehr viel Sinn, dass man nur die Teile angreifen kann, die gerade zu Lava geworden sind. Schup. Ah, ist auf jeden Fall cool, dass er diese kleinen Minions hat. Von denen man ja dann ungefähr, okay, schon mal die Grundmechanik kennt. Au. Wow, wow, wow. Das war relativ gut, dass ich da abgeblockt bin irgendwie gerade. Hm. Me likes. Hi. What are you doing? Ist das jetzt ein sicherer... Ja, volle Combo. Relativ garantiert. Au. Der kam unter mir. Das habe ich jetzt gerade nicht erwartet. Irgendwie. Aber wenn ich es hätte erwarten können. What are you doing? Ich mag deinen Hyperstrahl, ehrlich gesagt. Deine Schwanzattacke mag ich wiederum nicht. Schüpp, schüpp, schüpp. Okay, nice. Nein. Ich kann ihm nicht ausweichen. Ich kann aber immerhin noch da unten angreifen. Oh, oh, geil. Stimmt, ich werde jetzt nicht verbrannt, wenn er nicht... ihr wisst schon, brennt. If he's not on fire, I won't be burned. Okay. Weg hier. Gut. Gut, gut, gut. Ich wusste, dass das jetzt kommt. Nein. Nein. Meine Kampfleiste fällt ab. Hoch bitte an die Decke. Nein, nicht an die Decke. Okay. Willst du da gleich seinen Schwanzwedler machen? Nein. Loslaufen, aber das passt auch. Oh, er haut ab. Das habe ich jetzt irgendwie gar nicht bedacht. Das ist jetzt ein bisschen doof. Okay. Wettstein erstmal. Gut, ich hätte nicht sollen den Wettstein benutzen, aber hey. Los, was sagst du? Geh da hin. Dahin. Okay. Possible, possible. Not too difficult. Wenn er nicht noch weiter weggeht. Keine Musik, wenn kein Boss da ist. Das ist immer so ein bisschen... Weiß nicht. Könnte actionreicher sein, wenn man zum nächsten Gebiet hingeht. Hi, Knacktor. Komm, geh in die Erde, bitte. I want you. Ah. Wow. Wow? Hilfe. Das war knapp irgendwie. Bam, bam, bam. Yay. Ich möchte irgendwie nicht auf seinen Kopf schlagen, ehrlich gesagt. Und bringt auch gar nichts mit einer scharfen Waffe.
Mit einem Hammer würde das es bringen. Oh. Okay. Nein. Okay. Ah, erst wieder. Nein, das sag ich jetzt nicht. Dam, dadam, dadam, dadam. So. Wow, hat das gerade geleckt? I don't like this. Ja, geh ruhig zurück in deine Erde. Wirklich? Wow, wollte mich das Ding gerade retten? Wow, 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 wow. Was war das? I have no idea, to be honest. Au. Au. Ich wurde von seinen Klauen getroffen. Die waren on fire. Offenbar on fire genug für mich. Oh Gott. Nein. Da, ich hasse euch, Dinos. Da. Ich sterbe noch wegen dem. Das ist aber schlecht. Das ist sehr schlecht. Okay. Okay, 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 okay. Erstmal hier das Wichtigste. Live. Okay. Das hat aber noch geklappt. Na, wirklich? Ey, wieso hat das nicht getroffen? Bam, bam. Dein Hyperstrahl wieder. Bam, bam. Ah, ich krieg die Kombo nicht mehr richtig hin. Ich muss wieder mehr mit dieser Waffe spielen. Ist halt meine Lieblingswaffe irgendwie. Fragt mich nicht wieso. Vielleicht habe ich die anderen nötig noch nicht genug gespielt, aber ich habe es halt schon öfters ausprobiert und auch privat. Wenn ich mit Kumpels Koop spiele oder so, dann spiele ich ja auch verschiedene Waffen. The Hyper Beam. 1, 2, 3. Ah, das hat nicht gereicht. Das war nicht gut. I'm on fire. Und ich kann ja nicht ausweichen. Ich bin gestunlocked. Das ist sehr schlecht. Come on, weg hier. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Du wirst uns schon verbrennen. So. Yay, volle Leben. Was ist jetzt? Okay. Bam, bam. Oh nein, er macht wieder seinen seitlichen Hieb. Der hat so eine große Reichweite. Auch wenn er nicht seine ganze Breite benutzt. Oh, nice. Habe ich ihm gerade sein Lavafeld auf dem Gesicht kaputt gemacht? Da fuck. Okay. Cool, glaube ich. Irgendwie. Na, haut wieder ab. Okay. Dann sammeln wir uns mal wieder mit einem Trank. Weil es der falsche war. Scheiß drauf. Und Ding. Wo sagst du, dass er hin ist? Okay.